Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Saatkor Reloaded Bundle von Babasaat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Saatkor Reloaded von Babasaat, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das Bundle zum Album Saatkor Reloaded. Es ist der Nachfolger dieses Albums hier. Saatkor, damals noch über Er ist guter Junge erschienen, aus dem Jahr 2008. Hat dann 7 Jahre später seinen Nachfolger bekommen mit Saatkor Reloaded. Einmal regulär auf CD erhältlich, aber natürlich auch als Bundle. Das Bundle besteht hier aus einmal dem Album an sich. Dann haben wir hier mit dabei ein Shirt sowie ein Poster. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Kommt in einem super Jewel Case. So sieht das aus. Das Cover hier in schwarz. Und dann haben wir hier wie so eine Büste. Also als wäre Saat hier irgendwie aus Stein oder ja zumindest zerbrechlich. Hier fliegen die einzelnen Splitter herum, denn Kugeln zerschießen scheinbar hier gerade diese Statue, diese Büste. HB13 präsentiert, also Halunkenbande, Saatkor Reloaded. Auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Es gibt diverse Tracks, die einem bekannt vorkommen. Das sind diese, wo Reloaded neben steht. Warum? Diese sind quasi Neuauflagen oder Fortsetzungen der bekannten Tracks, also unter anderem Saatkor oder Straßenpolitik finden wir hier auch. Straßenpolitik zum Beispiel oder wo haben wir jetzt Saatkor? Finde ich jetzt nicht auf Anhieb. Saatkapon. Was ist hier noch dabei? Ah genau, Straßenpolitik, Saatkapon, genau. War eh das hier gemeint. Saatkapon hier 13. Also alle hier mit Reloaded. Die waren damals auf dem ursprünglichen Saatkor mit drauf. Und wir haben hier Features mit dabei. Und zwar haben wir Features von PA Sports, Kianush, Contra K, Punch Arroganz, Blockmonster und Joker. So, das Ganze wie gesagt über Halunkenbande erschienen. Wurde damals vertrieben, das Bundle über Distributions. Barcode hier rechts. Dann schauen wir mal rein. So, das Booklet ist in schwarz und weiß gehalten. Hier haben wir die einzelnen Tracks mit den Infos, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. Dann hier nochmal das Cover. Weitere Tracks. Das war damals auch beim Saatkor Booklet oder generell beim Artwork so ein Thema. Hier diese Bärenfalle und das Mic. Weitere Tracks. Und zum Abschluss noch die Credits. Gut, soviel zum Booklet. Wir kommen zum Album, zu der CD. Das ist die hier. Auch hier wieder Saat abgebildet, wie er gerade hier zersiebt wird. Und die Rückseite in Grau. So, als nächstes haben wir hier mit dabei ein Poster. Das Poster einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Und auf diesem Poster haben wir auch wieder das Albumcover, in diesem Fall im Hochformat. So sieht das aus. Unten wieder die beiden Schriftzüge. Und wie gesagt, einseitig bedruckt. So, das war Inhalt Nummer 2. Und der dritte Inhalt ist dann dieses Shirt hier. Das kommt in schwarz mit dem weißen und roten Aufdruck. Und zwar lesen wir hier Hasta la Vista, darunter noch Since 2005. Sieht ziemlich heftig aus, also diese rote Optik erinnert so stark, vor allem hier oben so an Blutspritzer, die hier auch die restliche Schrift hier so befleckt hat. Und dann hier La, so mehr oder weniger durchgestrichen oder ja auch Blut verwischt. Also auf jeden Fall ein heftiger Aufdruck, sticht ins Auge. Rückseite blank schwarz. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight, Größe M. Die Größe konnte man meines Wissens damals frei auswählen. Ich habe mich für M entschieden.
Wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt noch einmal kurz getragen an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit den rot-weißen Schriftzügen hier. Hasta la vista. Hier oben dann noch diese Blutsprenkel. Ansonsten eben, wie gesagt, schwarz. Und hier unten lesen wir dann noch, since 2005. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Saatgut Reloaded, im Super Jewel Case mit 15 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Saatgut Reloaded von Babasaat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Babasaat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.